Willkommen zurück zu Limbo. Ja, wir waren hier stehen geblieben beim Hotel. Zumindest dem Schriftzug oder besser das, was davon übrig ist. Denn ganz neu sieht das hier nicht mehr aus. Wie sollen wir hier überhaupt weiterkommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, hier kommt es auf Timing an. Da haben wir ja Glück, dass das immer wieder aus und angeht im richtigen Rhythmus. Boah, das O ist sogar lose. Oh, das hab ich Ding hier angerichtet. Kann ich hier ohne Leiter runter? Ja. Stabile Knochen hat er. Ist noch sehr elastisch. So, Strom abgestellt. Das war's wohl mit dem Funkenregen. Aber ich gerade sehe nicht mit dem richtigen Regen. Es hätte... Strom und Regen ist immer so eine Sache. So. Zieh dich hoch! Ich glaube, hier gibt es jetzt keine Gefahr mehr. Aber sag das nicht, hier kann alles einstürzen. Es ist nicht ganz fest hier. Alles klar. Moment, nichts ist klar. Der Pfeil ist abgestürzt. Oh mein Gott. Warum bin ich hier auf Dächern drauf? Kann ich hier drauf? Nein, ich kann mich verstecken. Aber wir müssen weiter. Moment, was ist das denn? Unglaublich. Was ist das? Eine Glaskuppel? An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz mal anmerken, wie unglaublich es ist. Das Spiel besteht ja nur aus Grautönen praktisch. Es ist sehr beeindruckend, dass man Glas auf diese Weise darstellen kann. Und das sich wirklich unterscheidet, klar. Der Sound macht sein Übriges. Das ist ganz klar. Aber trotzdem ist es unglaublich. Und das hier ist übrigens ein Rätsel, da braucht man eventuell auch ein bisschen länger, um das zu verstehen, was sie hier von einem wollen. Sie deuten es an, mit diesem Riss in der Glasscheibe, oder besser dem Bruch. Und ich bin mir auch nicht mal ganz klar, wie das war. Ich glaube aber, wenn ich hier irgendwie, genau, wenn ich anschiebe, dann habe ich genügend Zeit, glaube ich, um hochzu. So, und jetzt, spring und durchbrech das Glas. Spring weiter. Alles ist sehr unsicher hier. Oh, es geht hinab. Wohin geht es? Ich wollte gerade sagen, das sei es doch nicht unendlich lang. Oh, das sieht aus wie so ein bisschen wie ein Feuerwehrschlauch, aber das wird es wohl kaum sein. Interessant. Was ist das denn hier? Abhauen? Es geht so hoch. Auch hier kann man sterben beim ersten Mal, auf jeden Fall. Aber was ist denn hier überhaupt? Ein Pfeil, der eben runtergefallen ist wahrscheinlich. Das ist der Fall, der uns schon bekannt ist. Oh nein. Ich ahne was. Oh nein, da sind sie wieder. Ihr kriegt mich nicht. Oh, jetzt haben mich gekriegt. Okay. Jetzt zeige ich euch eins. Auch hier müssen wir zuerst das Gerüst einstürzen lassen, weil sonst werden wir definitiv, weil wir ja nicht die Richtung bestimmen können, wir laufen immer weiter nach links, sterben. Und da wir das schon einstürzen gelassen haben... Und hier sich Sonnenlicht befindet, wird jetzt die Richtung geändert und wir können hoffentlich diesem Parasiten entkommen. Dass der sich in den Kopf so reinfrisst. Unglaublich. Es ist so, mir ist ziemlich unwohl. Lass mal schnell diesen Parasiten wieder loswerden. Ist denn hier kein natürlicher Fressfeind? Soll ich hier lang?
Ich meine, eine andere Möglichkeit gibt es eh nicht. Ich kann mich nur in diese Richtung bewegen, solange ich den Parasiten im Kopf stecken habe. Und das heißt, auch große Schluchten müssen wir definitiv überspringen. Wir haben Glück, dass es überhaupt einen Weg gibt. Weil das hat der Parasit mit Sicherheit nicht berücksichtigt, ob es hier einen Weg gibt, den wir... Moment mal. Ich habe das Gefühl, als sollten wir langsam gehen. Au! Oh. Sehr brutal, aber zum Glück in Schwarz-Weiß. Also, dieselbe Szene im Bund, das wäre was ganz anderes. Aber ich bin natürlich richtig in der Annahme gegangen, dass wir hätten sie auch beinahe geschafft. Ja! Da kommt die Erlösung. Fress es weg, bitte, danke. Den ganzen Weg zurücklaufen. Aber diesmal haben wir die volle Kontrolle. Na, vielleicht erinnert ihr euch, es gab so ein paar Sprünge, die etwas gewagt waren. Nicht nur gewagt, manche Sprünge sind gar unmöglich ohne einen anderen Trick. Na, ich habe da schon eine Idee. Ihr kennt vielleicht das Prinzip der Schaukel. Das könnte uns hier weiterhelfen. Ich möchte es auf keinen Fall zu weit schwingen, weil, ja, das ist vielleicht auch unsere einzige Plattform, wo wir uns gerade bewegen. Aber es hat so eine Art Trägheit. Sprich, es bewegt sich selbst wieder nach oben, selbst wenn wir hier schon sind. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Lass mal das anschieben. Und aufsteigen. Beeil dich. Zum Glück kannst du so weit springen. Und zum Glück hat er keine Angst scheinbar, weil das sind alles gewagte Sprünge. Muss man sich schon überwinden. Okay, was ist das für eine Mechanik? Moment, wartet mal. Ich habe doch eine Kiste eben gesehen. Richtig. Ich denke mal, die steht da nicht zum Spaß. Oder es hat irgendjemand da abgestellt zu irgendeinem Zweck, den ich nicht mehr nachvollziehen kann. Aber definitiv sollten wir sie mitnehmen. Und das hier scheint so eine Art Aufzug zu sein. Ja, definitiv. Im Übrigen schlägt mein Achievement-Sender wieder aus. Oder besser der Empfänger. Macht vielleicht mehr Sinn. Hoch. So, und diesmal täuscht er mich auch nicht. Ist ja wunderbar, wenn man sich da noch festhalten würde. 1A. 1A. Unglaublich. Es ist jedes Mal interessant. Wir schaffen das auch ohne die Kiste. Dazu müssen wir das hier ranziehen. Das rüberlassen, das nochmal ziehen. So, und dann haben wir das hier als Plattform, um hochzukommen. Das heißt, die Kiste brauchen wir fürs Achievement zumindest nicht. So, jetzt bitte. Alle guten Versuche sind 2, hoffentlich bleibt es dabei. Ja. Da kam was raus. Jetzt frage ich mich gerade, wie ich wieder runterkomme. Vielleicht nicht unbedingt so. Er lebt noch. Da darf man sich vielleicht die Frage stellen, warum er das eben nicht überlebt hat. Aber okay. So. Spring drauf. Errungenschaft freigeschaltet. Stadtforscher. Und jetzt schnappen wir uns die Kiste.
die wir unbedingt mitnehmen sollten. Zum Spaß wird die hier nicht rumstehen. Wäre natürlich um einiges fieser, wenn ich die jetzt umsonst mitnehmen würde. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Gehen wir wieder hoch. Was uns wohl hier oben erwarten wird, wir haben es bisher ja noch nicht gesehen. Wir sollten das auf jeden Fall mitziehen. So, ich ziehe das mal bis hierhin, um euch eventuell noch zu zeigen, was überhaupt passiert, wenn man es nicht so macht, wie ich es gerade mache. Dann geht das hier nämlich runter und wir kriegen die Kiste nicht weiter. Sprich, wir nutzen das Gewicht in Form des Aufzugs, um es unten zu halten. Eine sehr clevere Mechanik. Und jetzt kommen wir drüber. Super. Was mir aber auch bestätigt, dass wir die Kiste brauchen. Definitiv. Ich habe gerade Angst. Was passiert, wenn ich diesen Schalter drücke? Kommt Wasser? Oh, es passiert gar nichts. Doch, Moment. Da kommt ein Seil. Aha. Dafür brauchen wir die Kiste. Wunderbar. Schön, wie man immer die Hälfte der Rätsel vorführt. Weil man muss in Wahrheit ein bisschen was anderes noch machen. Wie wär's mit Speed? Kommen wir mal runter. Der Fahrgast ist nämlich nicht eingestiegen. Jetzt aber. Okay, wunderbar. Ich kann hier gleich auch schwingen. Ich glaube, das wird auch nötig sein. Der geht aber verdammt hoch. Ist hier oben was? Sieht mir nicht so aus. Wenn, hol es nach. Diesmal zwei Kisten. Hier muss man übrigens wissen, dass man auf definitiv... Die Kreissäge ist das euch. Definitiv das hier zuerst öffnet. Weil wir müssen diese Kiste nach hinten ziehen und uns erschlagen lassen. Grandios. Die komplette Lösung des Rätsels ist mir ehrlich gesagt auch erst eingefallen, als ich sie schon betätigt hatte. Mir war nur noch klar, dass ich auf definitiv den zweiten Schalter zuerst drücken musste. So. Jetzt könnte man sagen, das dauert noch ein bisschen, bis sie kommt, aber die wird gleich schneller und schneller. Jawohl. Moment mal, was mache ich denn jetzt hier? Heißen wir den Tod willkommen. Okay. Ich hatte nur noch die Hälfte des Rätsels schon mal in Erinnerung. Wir müssen nämlich die Kisten noch schieben. Und das ist der Trick. Schieben wir das Ganze mal rüber. Ui! Verdient definitiv die Bezeichnung knapp. Extrem knapp. Aber es hat gereicht. Oh, was war das denn? Hier rein? Soll ich dir überhaupt folgen? Ich sehe noch nur noch die Augen. Ah, hier muss man springen, ganz fies. Man sieht ja nichts. Und das ist Errungenschaft freigeschaltet. Allein im Dunkeln. Okay, was ist das denn hier? So, jetzt gebe ich euch mal schon mal einen kleinen Teaser auf das Let's Play. Diese Errungenschaften, die wir sammeln, die sind nämlich nicht nur einfache Errungenschaften, sondern die zünden
jeweils immer eine dieser Kerzen an. Und erst wenn man alle diese Sammelerrungenschaften gefunden hat und gesammelt hat, dann öffnet sich dieser Weg hier. Und aus dem Grund machen wir das auch, um die 100% zu bekommen und hinter diese Schleuse, hinter dieses Tor zu gelangen. Das heißt, uns fehlen noch ein paar dieser Errungenschaften. Und wie gesagt, wenn ich etwas verpasst habe, werden wir es auf jeden Fall nachholen, damit wir auf jeden Fall hier durchkommen werden. Aber interessant, scheinbar leuchtet die Hälfte der Fackeln. Das heißt aber zum diesseitigen oder jetzigen Zeitpunkt werden wir hier noch nicht weiterkommen, deswegen gehen wir zurück. Aber auch umso interessanter, dass es dort eine dieser Errungenschaften zu finden gab, direkt davor. Und ich sage euch eins, es gibt keinen direkten Hinweis, dass diese Fackeln durch die Achievements angehen. Das muss man erstmal rausfinden. Das Spiel sagt es einem zumindest nicht. Zumindest nicht offensichtlich. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Da ist wieder einer dieser Wesen. Boah. Sieht aus wie so eine riesen Biene. Wenn man es nett ausdrücken würde. Vielleicht Libelle? Aber es hört sich eher an wie so eine Stechmücke. Das ist ja gar nicht meins. Ich glaube, wer mag sie schon? Und da müssen wir uns übrigens ranschleichen. Das ist eventuell gar nicht so einfach. Okay. Bist du bereit? Los! Ah! Schüttelt's mich nicht ab! Oh. Lass euch das Ganze einfach mal unkommentiert. Das wollte ich so nicht. Das war nicht meine Intention. Ich wollte nur hochkommen. Sorry. So. Da geht was auf, sobald ich hier auf den Schalter trete. Beziehungsweise der Schalter indirekt ausgelöst wird. Sehr interessant. Doch, da ist ein Hebel. Und hier ist ein riesiges Zahnrad. Das wird auf jeden Fall ein sehr komplexes Rätsel. Werden wir sehen. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Limbo. Euer Playmaten und ciao.